Hallo Leute und herzlich willkommen zum letzten Part von Metroid Fusion. Ja, so schnell geht das. Wir sind hier schon knapp am Ende. Und im letzten Part haben wir erfahren, dass die Maschine irgendwie Adam ist oder die Seele von Adam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Adam noch bei uns sozusagen. Aber dadurch, dass wir mit Adam gesprochen haben, ist uns jeglicher Zugang zu den anderen Sektoren versperrt. Und somit kann ich leider nicht diese ganzen Stellen mit den Screw Attack Blöcken oder was das waren, nachforschen. Items bekommen. Aber ich bin auch schon jetzt zufrieden mit dem hier. Denn das sollte schon gut genug sein. Gut gerüstet für das, was noch vor uns ist. Mal schauen. Aber falls ihr die Items noch nachschauen wollt, dann hoffentlich habt ihr noch nicht mit Adam gesprochen, denn ihr müsst, bevor ihr mit Adam spricht, die ganzen Sektoren selber nochmal durchsuchen. Aber das Problem ist dabei, dass ihr Dings, dass ihr dabei andersrum zu den einzelnen Sektoren hingehen müsst. Und hier ist, glaube ich, noch etwas, was wir noch nicht erforscht haben hier. Ihr müsst geheime Übergänge finden zu den Sektoren. Denn sonst kommt man normalerweise nicht durch die Aufzug-Eingänge wieder zu den anderen Sektoren. Und hier ist eine Powerbombe. Was ist jetzt? Aha. Mal schauen hier oben. Aha. Ein alternativer Weg. Gut. Also ihr müsst geheime Durchgänge finden, ich glaube, ich habe ein paar gefunden, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, da konnten wir aber, glaube ich, nicht viel weiter machen und so. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube hier. Gut, hier ist gleich eine Speicherstation, da tue ich gleich mal speichern. Okay, so. Nochmal hier die Musik auskosten und genießen, bevor es zu Ende ist. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht rein. Hab mich verpeilt. Wir müssen jetzt zur Maschinerie, damit wir die Einleitungsphase für die Selbstzerstörung in Gänge bringen. Und dann, ja, dann sind wir erlöst von diesem Schiff. Von dieser Forschungsstation. Okay, Leute. Macht euch bereit. Wenn ihr hier reingeht, ladet euer Beam schon mal auf. Schaut mal das an. Da ist nichts. Wir können da nicht weiter, denn das SAX ist wieder da. Wir müssen es am besten mit gepowerten Beams hier auf sie draufballern und nicht mit Screw Attack, denn das tut am meisten weh. Euch selber meine ich, ja? Komm schon. Okay, aufgepowerte Beams. Autsch. So. Aua. Ah, Mann. Okay, einfach rüberspringen. Okay, was ist das? Oh mein Gott! Was ist das für ein Viech? Ein riesen eklig Dinges. Okay, Leute, das ist nicht allzu schwer. Er wird nur versuchen, auf dich drauf zu springen. Der ist eigentlich schwächer als das SAX selber. Und jetzt kommt der X-Core. Okay, der sollte nicht zu schwer sein, wenn man den austrickst. So. Zack. 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 Ich glaube nur noch einmal. Jo. Okay, warte. Ich brauche dich, du X. Warte, was ist denn jetzt los? Nein! Jetzt haut das Ding ab. Ja, das war ja mal toll. Boah, ich drücke. Wow, das ist ja mal riesig hier. Umlaufbahn geändert. 3 Minuten bis zum Aufprall. Was?
Und jetzt kommt die Zeitablaufmusik, die in Metroid bekannt ist. Sowohl auch die Ridley-Musik sozusagen. Ich hoffe, da ist noch eine Speicherstation. Also da ist eine, aber ja, ihr werdet schon sehen. Warte, ist hier was? Ich weiß, ich bin hier völlig verpeilt. Eigentlich müsste ich hier weitermachen, nicht, dass ich hier noch sterbe. Wo musste ich hier nochmal hin? Hier und dann so. Zurück kommen wir sowieso nie wieder wahrscheinlich. Okay, Refill. Kann ich das? Geht das? Wow, ich kann wieder sogar nachfüllen. Bei dieser Notsituation hier. Oh nein! 2,5 Minuten. Das ist ja ungut. Oh nein. Musste ich hier lang? Nein, musste ich nicht. Ich bin überhaupt verpeilt. Oh nein, die Speicherstation. Das war so klar, dass die nicht funktioniert. Oh nein. Dun, 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 dun. Oh nein. Dun, 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 dun. Oh mein Gott, wir sind bald da. In Bälde. Oh nein, 2 Minuten noch. Sollte aber nicht so schwer sein, denn wir sind... Oh, was ist hier? Alles hier kaputt? Das war ja nicht so. Gut, wir sind da. Was ist das? Wo ist unser Schiff? Hallo? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was? Alter. Das ist ein Omega-Metroid. Alter! Der hat mir meine ganze... Oh, Entschuldigung, hab wahrscheinlich übersteuert. Der hat mir mein ganzes Leben genommen. Alles, was ich zum Leben jemals brauchte. Das X. Oh, es kommt zur Stelle. Was hilft es mir? Nein. Was? Wie konnte das überleben? Danke sehr. Das nehme ich jetzt selber her. Oh nein. Okay, bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Nein. Nein, du blöde Sau. Alter, das ist ja voll unfair. Komm schon, Samus. Aua, 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 aua. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Okay. Komm schon. Das sollte nicht so schwer sein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, Samus, komm schon. Oh nein. Oh nein! Ah, du Kacke. Er kann mich 5-mal, glaube ich, noch treffen. Oh mein Gott! Ist es tot? Es ist tot! Oh yeah! Was für ein Erlebnis. Oh mein Gott, ich bin ja voll knapp mit der Zeit hier. Boah, Leute, das war mal heftig. Ach du. Boah, es prallt ja mal auf wie sonst noch was, als wäre es eine Atombombe. Vielleicht. Eine strategische Meisterleistung. Der Geist von Adam Malkovich steht selbst nach seinem Tod noch zu Diensten. Bis heute wusste ich nichts davon, dass die Persönlichkeiten von Befehlshabern und Forschern in Netzwerke eingespeist wurden. Unser jüngstes Aufeinandertreffen hat das zivilisierte Universum vor dem Niedergang bewahrt. Doch wie werden die Bewohner dieser Galaxie unseren Entschluss bewerten? Ich bezweifle, dass sie verstehen werden, was wir taten. Da waren wahrscheinlich Lebewesen auf dem Planeten, ja, die sind alle hin. Welche Bedrohung wir in letzter Sekunde anwenden konnten. Stattdessen wird es endlose Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen geben. Und man wird uns dafür verantwortlich machen. Adam wusste das. Während ich versuchte, meine Wut zu bändigen, sprach er zu mir. Mach dir keine Sorgen. Jemand wird es verstehen. Es wird einen Menschen geben, der das alles versteht. Ich habe über seine Worte nachgedacht und ich begreife, welche Weisheit in ihnen steckt. Wir alle sind Gefangene der Erfahrungen, die wir bislang gesammelten.
Sie definieren die Grenzen unseres Bewusstseins so. Doch es liegt in der menschlichen Natur, letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Adam hat mich das gelehrt. Doch eine Kleinigkeit lässt mir noch wie vor keine Ruhe. Okay, gut. Dieses Schiff lässt sich nur manuell starten. Doch noch bevor ich dem Omega Metroid begegnete, ist es auch dem aus dem Hangar geflogen. Jemand muss es gesteuert haben. Kann es sein, dass Adam? Lady, was grübelst du da? Andere Worte für: Ey, Alte, was laberst du da? Fragst du dich, wie ich das Schiff starten konnte? Ausgerechnet jetzt laber ich wieder in Roboterstimme, obwohl es eine Persönlichkeit hat. Du hast keinen blassen Schimmer. Was? Unsere neuen Besatzungsmitglieder gingen mir zur Hand. Oh mein Gott. Ach, wie putzig. Ist das nicht süß? Jetzt haben wir auch noch Haustiere. Schiffstiere. Ach Leute, das war ja mal was. Hier kommen die Credits eingeflogen wie Text und so, ne? Ja, ich bedanke mich bei allen da, die diesen Spiel da entworfen haben. Sehr schwieriges Spiel. An manchen Stellen. Sehr mies, sehr fies. Mir hat es persönlich gefallen, weil Baum, nee, weil Holztür, nein. Mir hat es gefallen, denn es war ein Abenteuer, denn diese alten Retro-Spiele, oder ich weiß nicht, ob man das hier schon Retro nennen kann, ich meine, ja, ist schon über 10 Jahre her, seitdem das Spiel rausgekommen ist, also könnte man es Retro bezeichnen. Es ist ja auch noch Pixel-Grafik. Die ganzen Retro-Spiele sind im Gegensatz zu den heutigen Spielen auch mehr herausfordernd, finde ich. Da gab es ja auch diese Stellen bei mir, da gab es ja das eine Part, wo ich voll mies drauf war oder vielleicht nicht zu voll, keine Ahnung, wie es jeder halt nimmt. Aber dafür ist es umso freudiger, wenn man diese Stellen schafft. Und bei, naja, bei diesen heutzutage diesen Spielen, die sind, naja, viele konzentrieren sich eher drauf auf Grafik oder, keine Ahnung, Ego-Shooter, Geballer und so. Ich finde eher diese alte Retro-Mario und so Spiele, Metroid und so. Ist klar, Nintendo und so. Ja, ich warte nur, bis der Text hier fertig ist. Weil da kommt ja noch was. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die, die zugeschaut haben. Ach ja, alle Rechte gehen an Nintendo. Danke für Nintendo, die dieses Spiel ermöglicht hat. Hoffentlich kommt ein neues Metroid-Spiel irgendwann. Bald. Okay, jetzt kommt die letzte Sequenz. Die Prozentanzahl und die Zeit, die ich gebraucht habe. Okay. Benötigte Zeit. 4 Stunden 46. Gefundene Items. 73%. Wow. Das ist eigentlich. Was? Naja, ich habe ja schon fast 3 Viertel, aber. Ding. Ich hätte gedacht, so irgendwie über 80. Warte. Also, da waren ja noch 4 Missile-Container. Also, für die, die es nicht wissen. Jeder Item ist 1%, also gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, 100 Items. Insgesamt sollte es zumindest so sein. Die Power-Ups zählen, glaube ich, nicht dazu, die Downloads, weil die sind ja vom Spiel aus sowieso vorhergesehen, dass ihr das bekommt. Also, 4 Missile-Container, dann, ich glaube, 5 Dings, 5 Dings, 5 Powerbomben-Container habe ich noch gebraucht. Oder war es so? Ne, 6. Das wären schon 10%. Und dann noch, glaube ich, 6, 6 E-Tanks. 16% also.
Da bleibt aber dann noch irgendwie noch ein bisschen über. So wie ich das sehe. Nee, warte, was? Sechs? Ja, doch. Da bleiben ja noch ungefähr 10%, ein bisschen mehr, 11. Naja, egal. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, was ich als nächstes mache für ein Projekt. Auf jeden Fall muss ich noch Dings Botanicula zu Ende aufnehmen. Und ja, vielleicht ist Botanicula sogar schon längst zu Ende, denn das hier habe ich eigentlich ziemlich gecrunched mit meinem mit meiner Zeit hier aufgenommen. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Mal schauen, was ich als nächstes Projekt mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein tolles Spiel. Tolles nochmal zu spielen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!